Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Ich möchte euch heute eine neue Errungenschaft vorstellen und bin dafür in den Totenländern unterwegs, beziehungsweise genau genommen in den Bruchgassen. Die Errungenschaft findet ihr wie immer in eurem Tagebuch. Wenn ihr PC-Spieler seid, drückt ihr dafür einfach mal die Taste J für Journal. Geht hier hinten auf die Errungenschaften und die Wahrung des Friedens ist die Errungenschaft, die ich euch heute vorstellen möchte. Dafür gebt am besten hier bei der Suche Wahrung ein und dann landet ihr hier bei Deadlands allgemein bei dieser Errungenschaft. Was muss ich dafür tun? Besiegt alle Anführer in den Bruchgassen. Mit alle sind genau 3 gemeint und die sind auch wirklich nicht schwer zu besiegen. Die einzige Herausforderung ist wirklich, sie hier zu finden. Ich möchte euch heute zeigen, wo ihr Kezo findet, plus der Himmelsscherbe, die ist nämlich direkt nebenan. Das heißt, ihr könnt hier quasi gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. So, als Orientierungspunkt ist hier der Wegschrein der Bruchgassen, falls ihr den noch nicht haben solltet. Ihr kommt von Ferngrab hier rein in die Bruchgassen und hier, falls er bei euch nicht angezeigt wird, ist eben dieser Wegschrein dann zu finden. So, vom Wegschrein aus gehen wir, jetzt muss ich mich gerade orientieren hier, einmal über die Hängebrücke, also hier rüber. Halten uns dann hier rechts und hier haben wir unseren Anführer Kezo. Also im Prinzip hier auf diesem, ja, Balkon, Veranda, wie immer man das nennen möchte. Da steht der Gute drin und ich würde sagen, wir machen ihm einfach mal kurz den Garaus. So, zack, da liegt er. Also, er ist wirklich jetzt nicht so wahnsinnig schwer zu töten. Wenn wir dann wieder hier zurückgehen, an diesen Aquarien oder Terrarien vorbei, finden wir dann hier unsere Himmelsscherbe, die wir dann natürlich auch mitnehmen. So, das war's zu diesem Fundort von Kezo. Die 2 anderen Fundorte werde ich euch natürlich dann auch unten im Text verlinken. Und ihr kennt es ja schon, ich würde mich immer über ein Like und ein Follow freuen, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und sage damit auch schon Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video.